Blondie, sieh mal, der Typ, von dem ich dir erzählt habe, simst mir gerade. Ich rede nicht mit dir. Blondie, ich habe genug von dir. Wenn du Dianas beste Freundin bist, heißt das nicht, dass du nicht mit uns reden kannst. Sei vorsichtig, ich kann bald deinen Platz einnehmen und ein Frosch werden. Ich darf nicht mit dir reden. Diana wird beleidigt sein. Blondie, du bist in unserem Team. Du musst mit uns kommunizieren. Oh, Blondie, gehörst du zu den Frogs? Nein, ich habe hier nur gesessen. Weißt du was, Blondie? Ich rate dir nicht, zu den Frogs zu setzen, denn Diana wird mich wählen, nicht dich, nicht Timur. Smile, wir haben die Bälle zu Hause vergessen. Max, wir sind noch in der Schule. Oh, ich dachte, wir hätten sie vergessen und würden das Training verpassen. Max, was sind deine Pläne für heute Abend? Laila, mach dich nicht an mich ran, okay? Die Bunnies kommen jetzt hier gleich in den Bus. Und wenn Stella das sieht, dann bekommst du richtig Ärger und Probleme. Max, ich habe keine Angst vor deiner Stella. Bunnies sind cool. Bunnies sind toll. Die Bunnies werden Erfolg haben. Frösche, was ist das? Warum sitzt ihr auf unseren Sitzen, ha? Geht zu euren Plätzen, aber sofort, ja? Hallo, Schatz. Wo steht, dass das Bunny-Sitze sind? Hallo, Diana. Ich kann mich einfach nicht nach hinten sitzen. Ich habe nicht bei Ihnen gesessen. Ich muss einfach vorne sitzen. Ups, im Bus ist ein Krieg um die Plätze ausgebrochen. Die Bunnies haben mich erwischt. Sie wollen immer das Beste haben. Diana, wenn du keinen Platz findest, kannst du hier sitzen. Hallo, Smile. Nein, tut mir leid. Ich habe meinen Platz hier. Frösche, geht auf eure Plätze sofort. Eins... Zwei. Oh, Mädels, lasst uns auf den Rücksitzen sitzen. Warum sollten wir hier vorne sitzen? Bunnies, wir haben genug von euch. Blondie, was ist mit dir? Ich bleibe hier bei Diana. Blondie, wenn du ein Frosch bist, dann geh schnell in die letzte Reihe, verstanden? Diana. Blondie, sei nicht traurig. Geh zurück zu ihnen. Sie sind dein Froschteam. Wir werden später in der Schule darüber reden, okay? Du bist noch immer meine beste Freundin. Ja, Bunnies sind die Besten. Bunnies sind cool. Und Frösche Verlierer. Frösche, setzt euch bitte nicht mehr auf unsere Plätze. Und seid keine Angeberin, Stella. Bunnies, lasst uns in Ruhe. Beruhigt euch. Diana? Oh Mann, ich hab die Nase voll von Blondie. Diana, hast du eine Entscheidung getroffen? Timur, ich oder Blondie? Smile, ich möchte auch mit dir ausgehen. Aber ich möchte auch mit Blondie befreundet sein. Ich mag sie wirklich. Sie ist eine sehr coole Freundin. Diana, wenn du mit ihr befreundet bist, dann kann ich nicht mit dir ausgehen, okay? Oh, hallo zusammen. Wer ist das denn? Diana, wer ist das? Haben wir ein neues Mädchen? Warum wusste ich nichts davon? Hallo, ich bin Senja. Wo darf ich mich hinsetzen? Nicht hier. Nicht bei Diana. Ein neues Mädchen? Warum brauchen wir noch ein neues Mädchen? Es wäre besser, wenn ein neuer Junge käme. Schön, dich kennenzulernen. Du kannst jeden beliebigen Platz einnehmen. Nun, wenn du willst, kannst du zu mir kommen. Dankeschön. Wie heißt du? Wir sind die Cheerleader-Bunnies. Wir sind die coolsten in der Schule. Ich bin Diana. Ich bin Astia. Und das sind unsere Freunde. Basketballer. Nur damit du es weißt. Ich bin Stella. Übrigens, wir sind die coolsten hier. Ja, ich habe bereits verstanden. Ich hoffe, dass mir diese Schule gefallen wird. Natürlich gefällt sie dir. Bunnies sind cool. Bunnies sind toll. Bunnies werden Erfolg haben. Frösche sind cool. Frösche sind toll. Blondie, sing, sonst fliegst du aus dem Team raus. Frösche sind toll. Frösche sind cool. Mädels? Bunnies sind cool. Bunnies sind toll. Die Bunnies werden Erfolg haben. Bunnies sind cool. Bunnies sind toll. Die Bunnies werden Erfolg haben. Oh, Timo, tut mir leid, der Bus mit den Schülern ist angekommen. Ich werde ins Café gehen, bevor sie alle kommen, ja? Hey, wer ist da bei den Cheerleadern? Diana, hast du eine Entscheidung getroffen jetzt? Smile, darf ich auch ein bisschen denken? Halte dich von Diana fern. Blondie, ich verstehe, dass du eifersüchtig auf mich bist. Aber das musst du nicht. Du bist immer noch meine beste Freundin. Du warst es und bleibst es. Mädels, schaut mal. Wir haben ein neues Mädchen. Wir hassen es, wenn ein neues Mädchen in die Schule kommt. Okay, hör mir gut zu. Die Mädchen in den rosa Jacken sind sowas wie die Anführer der Schule, die Bunny-Cheerleader. Verstehe. Und die Mädchen in grün sind auch Cheerleader, die Frogs. Aber ich habe mit ihnen keine guten Erfahrungen gemacht. Ich schmeiß diese Blondine raus, das sag ich dir. Tu das. Okay, hör mir nochmal genau zu. Siehst du diesen großen Kerl da? Das ist einer der Basketballspieler. Den Rest zeige ich dir später, okay? Ein Basketballer? Wir sind auf jeden Fall cooler. Wo habe ich mein Geld hin? Muss ich heute ohne Milchkaffee auskommen? Das Mädchen hier im karierten Anzug ist unsere Journalistin. Es ist besser, sich nicht mit dir anzulegen, sonst wird sie einen Artikel über dich schreiben. Danke für die Information. Ich komme schon. Und wer war das gerade? Das ist unser Grünschopf. Sie ist immer hungrig und will immer ein Brötchen. Shania, wo wohnst du eigentlich? Nun, ich wohne ein paar Blocks von der Schule entfernt, also nicht weit von hier. Aha, jetzt ist klar, warum du zu unserer Schule gekommen bist. Oh, wir können jetzt nach der Schule zu dir nach Hause gehen. Hör mal, Shania, mein Freund arbeitet in dem Café, er ist Barista. Komm ihm nicht zu nahe, denn ich bin zwar klein, aber wirklich mutig, verstehst du? Ja? Also ich werde mich niemandem hier nähern.
Ich habe bereits einen Freund. Wow, toll, das ist cool. Ein neues Mädchen und sogar mit einem Freund. Sag mal, möchtest du zu unserem Bunny-Team beitreten? Tina, warum das denn? Nastia, wir brauchen doch ein neues Mädchen in unserem Team. Hörst du, kannst du irgendwas? Naja, ein Spagat? Mädchen, wirklich? Kann ich ein Cheerleader werden? Davon habe ich immer geträumt. Du siehst, wie viel Glück du hast. Dann zeig mir, wie du dich bewegen kannst. Ja, zeig es uns. Hier auf der Toilette? Ja, worauf sollen wir warten? Na los. Okay, gut. Diana? Okay, ich verstehe. Du musst hart arbeiten. Bist du bereit dafür? Natürlich bin ich das. Ich werde mein Bestes geben. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Knopper, es gibt einen neuen Jungen an unserer Schule. Ich habe ihn gesehen, nicht mein Typ. Ich würde zumindest gerne jemanden kennenlernen. Immerhin ist er ein Footballer. Wo ist der neue Junge? Ja, da hast du recht. Neuer Footballspieler ist in unsere Schule gekommen. Vidya ist so groß wie ich, ja? Weißt du, Max, als es noch weniger Footballspieler hier gab, war es irgendwie ruhiger an der Schule hier, oder? Ja, der neue Footballer ist größer als Kostja. In welchem Team ist er? Ich weiß nicht, in welchem Team er ist, aber er ist richtig groß. Mädchen, ich glaube, es ist keine gute Idee, mit ihm auszugehen. Er ist richtig groß, wie so ein Monster. Was ist das hier? Wo ist mein Ball? Wir können tauschen, das ist gar kein Thema. Wir können tauschen. Ja, hier. Das ist schon besser. Tja, Mädels, er ist nicht mein Typ. Ihr könnt ihn alleine ansehen. Max, erinnert er dich nicht auch an jemanden? Weil er mich an jemanden erinnert, aber ich weiß einfach nicht an wen. Ich weiß nicht, Smile. Er sieht aus wie ein Footballspieler, aber... Diana! Diana ist nicht da. Aber ich bin hier, der Teamleiter. Geh zum Training, jetzt. Ich werde nicht gehen, bevor ich Diana gesehen habe. Das wirst du. Hey, Timur. Gehst du jetzt ins Café? Ja, das werde ich. Willst du mich mitnehmen? Und warum? Kaufst du mir ein Brötchen? Okay, mach ich. Los geht's. Er wird mir ein Brötchen kaufen. Ein echter Kerl hat mein Herz gewonnen. Endlich. Also, Senja, das ist unsere Garderobe. Und hier pudern wir uns die Nasen. Weißt du was, Senja? Du hast Glück. Du bist gerade in die Schule gekommen und wir haben dich sofort in unser Team aufgenommen. Die Froschfresser hätten dich nicht aufgenommen, das ist sicher. Und dennoch, Senja, die wichtigste Regel. Keine enge Freundschaft mit den Fröschen, verstanden? Senja, bist du bereit, die coolste Cheerleader-Hasenuniform zu bekommen? Natürlich bin ich bereit. Bitte sehr, Diana. Nun, Senja, ich hoffe, du wirst einer von uns, den Cheerleadern-Bunnies, und wirst uns gegenüber loyal sein. Ich danke euch. Aber entspann dich nicht zu sehr. Morgen wirst du eingeweiht, ja? Was war die Hausaufgabe? Erinnert sich jemand daran? Okay, ihr sagt's mir nicht. Verlierer, habt ihr Diana gesehen? Nein, Blondie, wir schauen nicht auf Diana. Leute, es gibt ein neues Mädchen an unserer Schule. Sie ist nicht wirklich hübsch. Also Leute, wenn wir sehen, dass ihr sie anstarrt, dann machen wir Schluss mit euch. Wir beobachten euch. Patrick? Gigi, ich sehe, bemerke und höre das neue Mädchen gar nicht. Das ist richtig. Leute? In welcher Klasse ist sie? In der 10. Klasse. In deiner. Oh, wie cool. Artem, was meinst du mit cool? Ich habe dich gewarnt. Nicht ansehen. Oh ja, ich verstehe, Marusa. Das ist echt nicht cool. Fu, Igitt, weißt du, ich hasse es, wenn neue Mädchen kommen. Puki, worauf wartest du noch? Willst du das neue Mädchen etwa anstarren? Julie, wir starren niemanden an, okay? Wir sind nicht so. Das Problem ist eher, dass jeder uns anstarrt. Nun, Jungs, wir haben es euch gesagt und euch gewarnt. Ihr habt uns verstanden und uns zugehört, okay? Ich verstehe das nicht. Was soll das schon wieder? Verlass unsere Plätze, okay, sofort. Na los, weg von unseren Plätzen. Smile! Okay, Mädels, abgemacht. Beeilt euch los! Smile, wo ist Diana? Hast du sie gesehen? Wo ist Diana? Hast du sie nicht gesehen? Diana hat sich deinetwegen verirrt. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Das Thema der Stunde ist also Parasiten. Patrick, was ist unter deinen Nägeln? Parasiten, Lehrer Mike. Richtig, Parasiten. Wasch dir sofort die Hände, wasch dir die Hände. Sie bewegen sich dort. Okay, hast du verstanden? Igitt, Lehrer Mike, was für ein ekelhaftes Thema. Heute im Unterricht behandeln wir Parasiten. Kostja, warum schreibt sie alles auf? Sie nervt mich irgendwie. Ich hab dir gesagt, es ist Laila. Du sollst dich nicht mit ihr anlegen, ja? Hey, du, lass uns Freunde werden. Ich bin Baseballspieler und wir werden die Basketballspieler herausfordern. Du scheinst ein großer Kerl zu sein, oder? Kostja, wer ist das denn? Das ist ein Baseballspieler. Was für eine Frechheit. Lehrer Mike, wir haben auch einen großen Parasiten in unserem Klassenzimmer. Ja, Artem, es gibt auch größere Parasiten, aber sie sind meist klein. Man kann sie unter dem Mikroskop sehen. Hallo, Lehrer Mike. Entschuldigen Sie die Verspätung. Dürfen wir reinkommen? Oh. Ja, Sie sind sowas wie die Anführer der Schule, Bunnies. Sie lernen mit uns in einer Klasse. Kostja, ich habe mich verliebt.
Wie, was denn? Aber in wen denn? Was meinst du? Ich mag sie da. Oh nein, nicht sie, nicht Diana. Besser die Journalistin, okay? Ich glaube, der Footballer hat sich in mich verliebt. Das ist so cool. Leute, arbeiten, nicht hier rumreden, okay? Cheerleader, warum habt ihr euch noch nicht hingesetzt? Vielen Dank, Lehrer Mike. Wir werden nicht mehr zu spät kommen. Sonst noch etwas? Kann ich bitte... Nein, das war's dann. Dankeschön, ja? Eis, mein Freund hat gesagt, das war's. Dein Freund? Weißt du, du bist die erste Person in der Schule, die mir ein Brötchen gekauft hat. Lass uns ausgehen. Ich hab dir nur gerade ein Brötchen gekauft. Ich hab noch nicht vor, mich zu verabreden, ja? Ihr könnt ja reden, aber nicht so laut, okay? Und du sagst jedes Mal, wenn du ins Café kommst, kauf mir ein Brötchen, lass uns ausgehen. Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Wann wirst du bereit sein? Wie lange muss ich auf dich warten? Eine Minute? Grünschaft, beruhig dich. Ein Brötchen hat noch nichts zu bedeuten, okay? Kaufst du mir morgen ein Brötchen? Ich denk drüber nach, okay? Du bist der beste Kerl der Schule. Smile ist gar nicht mein Stil. Leute, wenn ihr nichts anderes bestellt, dann gehe ich jetzt ins Klassenzimmer, ja? Weißt du, kannst gehen. Wir werden hier allein bleiben. Diana, wie erklärst du dir das? Ist sie bereits deine Freundin oder was? Nein, Blondie, sie ist nur in unserem Team und das war's. Du bist meine beste Freundin. Blondie, gib uns bitte eine Minute. Diana, hast du deine Wahl schon getroffen? Ich oder sie? Smile, schließ die Tür leise und schrei nicht so laut, okay? Stella, was ist denn hier los? Und warum spricht Diana mit den Fröschen? Ich dachte, wir reden nicht mit ihnen. Nun, Diana hat ihre beste Freundin bei den Fröschen gefunden. Und jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Smile, ich verstehe nicht, warum ich nicht befreundet sein kann, mit wem ich will. Und mit dir ausgehen kann. Diana, bring mich bitte zu deinem Team. Schmeiß sie raus und nimm mich in dein Team auf. Blondie, das geht nicht. Du bist eine von den Fröschen. Nimm mich in dein Team auf. Nein, Diana, das ist keine normale Freundschaft. Verstehst du nicht, dass sie nur an dir klebt? Blondie, lass sie jetzt in Ruhe. Smile. Hör zu, halt dich von Diana fern. Sie ist meine beste Freundin, verstehst du? Hey, ich bin ganz neu hier. Ich will gar nicht Dianas Freundin werden. Lass sie in Ruhe, sie ist nur ein Cheerleader-Bunny. Ich hab dich gewarnt. Smile, warte. Blondie, beruhige dich. Diana, kannst du aufhören, mit dir zu reden? Smile, beruhige dich. Und du auch. Versteht ihr denn nicht? Ich möchte mit meinem geliebten Freund ausgehen und mit meiner geliebten Freundin befreundet sein. Könnt ihr mich nicht teilen? Das können wir nicht. Leute, das ist furchtbar. Ich werde darüber nachdenken, wen ich wählen soll. Mit zwei von ihnen ist das unmöglich. Also, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns alle. Bye bye und du lass mich einfach in Ruhe, okay?